Hallo Freunde und willkommen zur 19. Dark Side of Pike-Binde-Runde. Die Montagsfliegen stehen in der Videobeschreibung, da das Video ausnahmsweise mal vorproduziert ist, weil ich zur EWF fahren will. Heute bauen wir uns einen kleinen Flashtail. Das wird eine relativ lange Materialliste, aber auch die gibt es in der Videobeschreibung. Als erstes eine schöne Grundwicklung legen. Bis ungefähr zur Hakenspitze. Ein bisschen zurück, um ein bisschen Struktur zu schaffen, in losen Wicklungen. Die Grundwicklung richtig schön sichern mit Sekundenkleber. Damit sich nachher nichts dreht. Das sind alles glatte Materialien. Den Überstand nehme ich auch gleich wieder ab. Den brauchen wir nicht. So, dann kann es schon losgehen. Als erstes nehme ich ein ganz kleines, dünnes Bündel Volume Fiber. Und nein, diesmal wird nichts geglättet. Oh, das kommt von der Länge gut hin. Bisschen länger als der Haken. Das binde ich fast nur oben auf. Unten drunter landet da relativ wenig. Und ich überfange es auch noch. Na, schon ganz schön lang. Gut. Das schneide ich mir auch noch ein ganz kleines bisschen in Form. Da ist mir ein bisschen viel Material drauf geraten. Und bei der Fliege sieht das nicht gut aus, wenn das zu viel wird. Okay. Jetzt mache ich mir eine Mischung aus Soliflash. Einmal in Pearl und einmal in Silver. So 10, 11 Stränge jeweils. Ihr könnt auch mehr nehmen, je nachdem, wie flashig ihr das Ganze haben wollt. Die mische ich schön ineinander. Und taper das Ganze aus. Und dann binde ich es auch schon ein. Das ist jetzt ungefähr Hälfte-Hälfte, also 50-50 nach vorne und nach hinten gebunden. Und worauf ich achte, ist, dass ich es nicht wirklich um den Haken rundherum verteile, sondern schon deutlich oben einbinde. Umso weiter ich das vom Hakenbogen fernhalten kann, umso besser. Okay. Jetzt brauchen wir schon die nächste Packung Volume Fiber. Die wird auch nicht größer als die letzte. Und auch nicht länger. Das sind so 6, 7 cm maximal. Das tape ich schön aus. Alle Fasern, die raus wollen, dürfen ruhig. So viel Material brauchen wir nicht. So, und jetzt sehe ich zu, dass die Enden vom Volume Fiber nicht gleich lang wären. Das verteile ich aber wieder richtig um den Haken rundherum. So. Jetzt sollten die Fasern, die nach hinten, also das Flash, was nach hinten steht, einigermaßen
gerichtet sein und nicht so doll einteilen. Okay. Jetzt nehme ich ein ganz kleines bisschen weiße Merino-Wolle. Die kommt relativ lang daher, das ist jetzt zu lang. Also einmal halbieren. Und um den Haken rundherum verteilen. Das, was nach vorne steht, können wir auch abschneiden. So viel brauchen wir wirklich nicht. Sehr schön. So darf das bleiben. Die nächste Lage Flash. Jetzt nehme ich ein ganz kleines bisschen weniger. Das sind vielleicht noch 5 Stränge in Silber und 5 Stränge in Grün. Relativ wenig Material. Das ist jetzt auch ein bisschen zu lang. Davon schneide ich gute 5, 6, 7 cm ab. Und wieder austapern. Fliegen mit geraden Schnittkanten sehen irgendwie nicht gut aus. So, da haben wir alles silberne Flash gerade runterfällt. Sammle ich das mal schnell wieder ein. Dann kommt das wieder auf den Rücken der Fliege. Auch hier passe ich wieder auf, dass es sich nicht unterhalb des Hakens verteilt. Das will ich bei der Fliege wirklich nicht haben. Auf dem Rücken verteilen, okay, aber nicht unten drunter. So, weiter im Text. So hat das Ganze natürlich extrem wenig, also wirklich extrem wenig Druck im Wasser. Und ein bisschen Druck möchte ich gerne haben. Also bauen wir mal was mit Volume Fiber, was auch Druck erzeugt. Ich nehme ein relativ dickes Bündel Volume Fiber. Auch wieder in der gleichen Länge wie schon die ganze Zeit. So 6-7 cm lang. Tape auch das wieder aus. Gehe aber bei den Wicklungen ein Stück weiter nach vorne. Verteile das Material rund um den Haken. Ein paar lose Wicklungen drumherum. Gucken, ob es wirklich verteilt ist. Und festziehen. So, jetzt gehe ich nicht wie sonst immer nach hinten mit dem Faden, sondern lasse den an den Wicklungen relativ weit vorne stehen, weil ich das Ganze jetzt umlegen werde. Nach vorne. So. Haben wir alles? Na, fast. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus. Das Ganze sichere ich jetzt aber sofort mit Sekundenkleber. Das würde sonst, glaube ich, nicht halten. So, sehr schön. Jetzt ein bisschen Angelina-Fiber. Aber auch bloß, um die Einbindestelle dazu verdecken. Einfach auf den Haken spinnen, auf den Faden spinnen. Und die Einbindestelle überdecken.
So kriegt man auch gleich ein bisschen einen UV-Spot in die Fliege. Jetzt lege ich hier alles um. Und mache ein paar Stützwinkelungen vor dem Volume Fiber. Mit den Stützwicklern könnt ihr auch ein bisschen die Richtung bestimmen. Also, wenn euch das zu doll aufsteht, dann könnt ihr nochmal drüber gehen und noch ein paar Wicklungen nach vorn machen und zusehen, dass die dann nach hinten stehen bleiben. Mein Faden ist so glatt. Da drückt es einfach die Stützwicklung auseinander. Wollen wir die gleich mal sichern. Gut. So. Schön gestützt. Jetzt macht das auch ein bisschen Druck. Sehr schön. Alles nach hinten stellen. Und jetzt nehme ich mir ein bisschen Merino-Wolle in Light Olive. Aber wirklich nur ein bisschen, das muss nicht viel sein. So. Leg mir das auf den Rücken von der Fliege. Also nicht mir auf den Rücken, ist ja klar. Das reicht schon. Und das gleiche mit dem Bauch und weißer Merino-Wolle. Nur ein bisschen, das muss wirklich nicht viel sein. Und wenn es zu lang ist, kann man das Zeug wirklich super einfach auszupfen. So, damit da nicht so viel Material aufkommt, schneide ich den Rest gleich mal ab. Gut. Die Faser noch ein bisschen ineinander bürsten. So hält die letzte Lage Flash einfach noch ein bisschen mehr. Oberhalb vom Material. Okay, für die letzte Lage Flash nehme ich ein bisschen Schwarz. Auch wieder nicht viel, 5-6 Stränge reichen völlig. Und dazu ein bisschen Pearl. Da auch nicht viel mehr. 5-6 Stränge reichen völlig aus. Das doppel ich mir. Und schneide es durch. Dann das Ganze austapern. Wieder oben auf den Rücken der Fliege. Auf dem Rücken verteilen. Das Material von vorne umklappen. Und fertig. So, sehr schön. So darf das für mich bleiben. Jetzt machen wir noch einen schönen dunklen Kopf für die Fliege und dann sind wir schon durch. Für den Kopf nehme ich jetzt ein bisschen Volume Fiber in Gunmetal Grey. Schneide mir so 5-6 cm Stücken ab. Auch nicht wirklich viel davon, das ist relativ wenig.
Und wenn ich sage, es ist relativ wenig, nehme ich sogar noch was weg, damit der Kopf nicht überdimensioniert wird. Dann nehme ich noch ein bisschen dunkelgraues Merino dazu. Das halbiere ich aber von vornherein. Leg das alles übereinander. Dann noch ein bisschen Angelina Fiber in Pearl Green dazu. Nur zum Mischen und die Faserlänge auch ein bisschen angleichen. Mischen, mischen, mischen. Und rund um den Haken verteilen. So. Passt das? Das passt. Ein bisschen aufpassen, dass es wirklich gut verteilt ist. Und jetzt nur für die Farbgebung zwischen die Lagen noch ein bisschen Merino-Wolle in Light Olive. Und von unten ein ganz kleines bisschen Merino-Wolle in Orange. Das sind nur so Farbtupfer, das ist wirklich ganz wenig. Okay, dann mache ich wieder meinen Abschlussknoten zwischen die Materialien. Dann sieht man davon gleich ganz wenig. Super. Ich glaube, das könnte vom Orange ein bisschen zu viel werden. Also nehme ich das gleich da wieder raus. Light Olive ist, glaube ich, gut. Okay. Alles, was jetzt noch nach vorne steht, nach hinten umlegen. Klammer drauf machen. Hier fliegt wieder alles rum. Klammer drauf. Sehr schön. Klammer noch ein bisschen enger setzen. Und dann dem Ganzen eine Richtung vorgeben. Bisschen Sekundenkleber in den Kopf einlaufen lassen. Super. Das lassen wir so. Und damit der liebe Alois nicht wieder sagt, die Augen sehen scheiße aus, weil er sie nicht mag, nehmen wir diesmal ein bisschen andere Rote. Aber seinen Kanal verlinke ich euch natürlich mal wieder in der Infobox. Schaut mal vorbei. Abonniert freundlicherweise. Und jetzt kleben wir schon die Augen mit E6000 auf. Noch ein bisschen Augen ausrichten. Dann können wir Materialien schon ein bisschen ineinander bekämmen.
Sehr schön. Ganz zarter, kleiner Flashtail. Die kann man locker noch mit der 7er Route werfen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns jeden Montag zur Dark Side of Pike Binde Runde. Viel Spaß und wir sehen uns am Wasser.